Ganz herzlich willkommen. Ich sage euch mal ganz kurz was zum Ablauf. Gleich haben wir noch eine kleine Überraschung vor. Um ca. 11.20 Uhr versammeln sich dann die Mannschaften hinterm Deich in der Reihenfolge, die sie alle auswendig gelernt haben. Dann beginnt der Einmarsch der Athleten. Dann machen wir hier oben nochmal einen kleinen offiziellen Teil mit unserem Landtagspräsidenten, mit unserer Kreispräsidentin, die ich gesehen habe, mit unserem Bürgervorsteher, der auch schon da ist. Und dann wird das olympische Feuer entzündet. Vorher wird nochmal der Eid geschworen. Und um 13 Uhr geht's dann ins Bad. Reingehen. Nach langer und reiflicher Überlegung. Wir haben uns geprüft. Wir sind Stunden und Minuten in uns gegangen. Haben wir festgestellt, dass wir ein Mitglied haben, das wir adeln müssen. Definitiv. Weil er wirklich was hier auf die Beine gestellt hat und initiiert hat. Er ist der Vater von uns allen. Wir verleihen für seine Verdienste zur Wiederbelebung der Watt-Psychologie Nonne Money Award, bis jetzt Dr. H.C., den Titel Professor Dr. H.C. Herr Landtagspräsident, ich bitte darum. Mein Gott, es geht mir kalt runter. Herr Professor. Herr Professor. So, dazu gehören natürlich noch diverse Geschenke. Ein Professor ist es gewöhnt, gefüttert zu werden mit einer Havanna-Zigarre. Er ist nicht Raucher, er säuft auch nicht, deswegen ein Schnaps. Und unsere guten Wünsche und davon reichlich. Hast du irgendwas dazu zu sagen? Ja. Also ich bedanke mich bei dem Komitee sehr herzlich und ich freue mich, dass endlich die Watt-Psychologie wieder im Vordergrund steht und der wissenschaftliche Hintergrund dieser Veranstaltung ernst genommen wird. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Das hat ja alles seinen Sinn, das wisst ihr doch alle, oder? Genau. Schön, dass ihr da seid, dass ihr den Teller immer schön leer gegessen habt und dass wir heute schönes Wetter haben. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Der Einfluss von Erdnussbutter auf die Erdrotation. Olli, ich gebe jetzt mal an Klaus, der will bestimmt zu diesem Ehrentitel auch noch was sagen wollen, oder? Ja, kann er sehr gerne tun.